Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Ollenburger. Wir kommen ja zu einem neuen Handelstag, haben den DAX aktuell auf einem neuen Hoch. Gap up, knapp 100 Punkte, ging es hier nach oben. Und ja, im Prinzip die Rallye setzt sich weiter fort. Erstes ja, wichtiges Ziel, was auf dem Horizont erscheint, wäre natürlich das Juli-Hoch. Das Juli-Hoch befindet sich bei knapp 13.300 Punkten und in diesem Bereich gilt es den DAX dann zu erwarten. Wir haben jetzt mit dem Überschreiten der 13.100 ein neues frisches Kaufsignal, also bestätigend zu dem Anstieg von gestern. Und wir werden jetzt gleich mögliche Zonen nochmal erarbeiten, die als Support dienen können und dann auch einen Blick werfen auf den US-Markt, der gestern ebenfalls eine schöne Rallye hingelegt hat. Wir hatten dort im Dow ebenfalls den Anstieg über die 28.150 und dazu dann ebenfalls noch ein Wort. Wenn Fragen sind, grundsätzlich einfach bitte in den Chat posten, dann können wir uns die Werte ansehen und können die dann besprechen. Ansonsten gehen wir direkt rüber in den Chart. Sehen hier den Germany 30 im 5-Minuten-Chart. An sich die Rallye läuft, wiederum wie ja gestern im Barbecue kurz angesprochen, also dieser kurze Abverkauf am Nachmittag, eben genau die Idee, dass wir innerhalb der letzten Konsolidierungszone die Rallye dann erneut fortsetzen können. Das hat sich gestern Nachmittag fast ideal ausgewirkt. Der Support hier wurde sogar nicht ganz erreicht, wir hatten ein paar Punkte hier noch Platz. Letztendlich der Gedanke, dass sich dann eben die Rallye fortsetzt, aufgrund des Supports und aufgrund der Dynamik dieses Anstieges, ideal umgekehrt. Wir gehen nochmal einen Schritt raus. Letztendlich ausgehend eben von diesem Tief gestern haben wir die Rallye. Die Rallye sollte dann fünfwellig laufen. Erstes wichtiges Ziel, wie gerade angesprochen, hier dieses Juli-Hoch, 13.300, dass wir da hinauf laufen. Wenn wir uns jetzt im 5-Minuten-Chart die einzelne Ausprägung bisher anschauen, gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Also hier am Freitag dieses Auf- oder Aufwärts-Abwärts als Welle 1, dann dementsprechend hier dieser große Schub, es wird entweder Teil der Welle 3 sein oder eben die komplette Welle 3. Wir haben gestern dann diesen Abverkauf und würden jetzt wiederum einen 5er Impuls benötigen, der dann eben die Kraft hat, die 13.300 dann noch zu erreichen. Die Alternative wäre sogar noch bullischer, dass wir mit diesem nächsten Hoch die Welle 3 erst beenden, danach eben in eine Konsolidierung kommen. Hierzu wäre dann der Bereich von gestern interessant, also dieser Bereich zwischen 3.100 und 13.050, dass eben in diesem Bereich die Welle 4 abgefangen wird, bevor dann eben ein weiterer Schub in der Welle 5 von diesem ersten separaten Impuls dann beendet wird. Und so würde das Ganze dann hier ablaufen. Also diese Zählung an sich würde mir persönlich sogar besser gefallen, dass wir in diesen nächsten Stunden eben die Welle 3 beenden und dann in eine Konsolidierung übergehen mit Support 13.100, 13.050. Und das wäre dann so die Skizze für die nächsten Stunden. Okay. Soweit zum DAX. Wenn es Fragen gibt, gerne in den Chat zum DAX. Wir würden uns dann schon mal vorab den US-Markt anschauen, im speziellen Falle den US-30 natürlich. Hier ebenfalls nochmals in der Stundenansicht. Also letzte Woche eben genau diese Konsolidierung. Wir haben dann am Freitag eben ein höheres Tief gemacht und dann eben die Rallye. Gestern hatten wir folgende Situation zur Eröffnung, dass eben hier eine mögliche Dreierstruktur auf die Unterseite eben kaufenswert wäre im Bereich 28. Der Tiefpunkt gestern nach Eröffnung 28,40.
nicht ganz erreicht. Also warum 28? Weil hier eben die alten Hochs waren und da ist der Markt praktisch drüber oder drauf von oben und dann eben die weitere Rallye. Auch hier die gleiche Situation, wenn sich hier der Impuls beendet, wäre ein kleiner Rücksetzer interessant, ähnlich wie im DAX. Und hierfür wäre dann die Zone 28.150 interessant für die nächsten Stunden. An sich das erste wichtige Ziel auf der Oberseite 28.730. Dieses wäre vorher noch erreichbar. Und man kann ja hier die gleiche Situation durchgehen wie im DAX. Also wir haben hier praktisch den Anstieg, Gegenbewegung und dann läuft hier Ebene 1, 2, dann die Unterteilung eben in 3 und auch hier endet zunächst die Welle 3 der 3 im Dow. Sodass so die Skizze dann in etwa aussehen kann. Und ja, dazu werden wir dann am Nachmittag nochmals eingehen und dann die separaten Level dann sehen. Okay, ja, soweit die Indizes. Dann gehen wir über, schauen uns bereits die Forex-Paare an. Da hatten wir gestern ja schon eine interessante Entwicklung im Euro-Dollar. Wir hatten ja am Freitag hier diesen großen Abverkauf. Dann hat sich jetzt tatsächlich bereits an einem Handelstag diese Dreierbewegung etabliert. Und wir sind gestern direkt sogar auf die Unterstützung, also genau auf das Tief der Welle B hier. Dann haben wir gesagt, es gibt dann die Möglichkeit, dass die Korrektur eben noch einen zweiten Aufwärtsschub hat. Also sprich, wir haben hier diese erste Bewegung, Support und bekommen dann die zweite in Richtung 61er. Diese Option ist weiterhin valide, kann man sich anschauen, solange eben hier dieses Zwischentief ja möglichst gehalten wird. Im Moment ist das der Fall. Die zweite Idee, dass eben diese Dreierbewegung ja bereits die Korrektur war. Wir haben das Retracement erreicht, das passt soweit von der Tiefe dieses Retracements. Das würde bedeuten, man kann mit dem Hoch von gestern ja bereits Short-Gedanken etablieren, also Intraday. Und zwar arbeitet man eben gegen diesen Hochpunkt. Und dann hat man jetzt gestern einen Schub, man bekommt wiederum ein Retracement und im Idealfall wird dieses Zwischentief rausgenommen und der Markt rutscht dann dementsprechend hier in einem zweiten Abverkauf dann nach unten. Also es ist nicht so mit den Buchstaben, sondern es würde dann ein Impuls sein, der in etwa so verläuft. Erstes Ziel wäre hier der Tiefpunkt vom 12. August, dass wir diesen rausnehmen und dann wird es ebenfalls wieder interessant. Warum? Seit ja, diesen Hochpunkten hier hätten wir dann eben eine Dreierstruktur vorliegen. Das bedeutet, hier wäre der erste Schub, Fehlausbruch als B oder X und dann eben ein zweiter Abverkauf ja, in Richtung 1,17. Wir müssen dieses Tief unterschreiten und als Extension-Punkt die 16. Und so wäre dann gleich. So wäre dann die Idee. Okay, das zu Forex. Dann gehen wir nochmal über, schauen uns die Edelmetalle an. Die haben ein ähnliches Setup wie die Währungen, also wie der Euro-Dollar. Wir hatten jetzt diesen großen Abverkauf, dann die Dreierstruktur auf die Oberseite, dann diesen Abverkauf in den Support am Freitag. Und auch gestern hier im Gold hatten wir angesprochen, diese Dreierstruktur, die gestern zu Ende ging. Und dann eben der Abverkauf
in den Support. Im Moment hält die Zone. Auch hier selbe Situation. Wir haben weiterhin die Chance, noch ein tieferes Retracement zu machen, also in Richtung 61er. Das liegt hier bei 1975. Das würde dann so aussehen. Wichtig ist für diese Sache, dass eben der Tiefpunkt von gestern oder dieses Support-Level hier nicht unterschritten wird. Die Alternative wäre, dass man eben sich bereits jetzt mit Shorts auseinandersetzt, indem man eben den Hochpunkt von gestern als Kontrolllevel nimmt und eben diesen Abverkauf und diesen Anstieg, da kann man jetzt Intraday, also im 5-Minuten-Chart ein Fibo setzen und dann eben ein Trade mit diesem Hoch von gestern ableiten, der dann ebenfalls diesen Abverkauf dann herleitet und wir einen zweiten Abverkauf bekommen, der eben die 1860 dann noch rausnimmt. Also Ziel wäre praktisch dieses Tief, dass hier dieses Tief ein zweites Mal unterschritten wird. Warum? Damit auch hier zumindest eine Dreierstruktur dann sichtbar wird, also sprich runter, hoch, runter. Genau, also das wäre so der idealtypische Verlauf. Es kann sich hier auch eine andere Formation ergeben, wenn es zum Beispiel eine Range gibt, mit jeweils hoch und tief, dass wir dann eben oben rausgehen oder unten rausgehen und so weiter. Okay, im Moment diese Möglichkeit eben gegeben, mit dem Punkt eben von gestern, den man als Risikopunkt dann selektiert. Und wenn man jetzt im Intraday-Bereich hier im Gold arbeitet, dann hat man ja diesen Abverkauf von gestern. Und hier geht man ebenfalls mit dem Fibo vor, markiert sich dann die Retracements. Da haben wir jetzt ja nochmal Platz, dass er wenigstens das 38er hier komplett berührt. Und eben aus diesem Bereich heraus lässt sich dann mit dem Hochpunkt hier arbeiten. Okay, soweit die Edelmetalle oder Silber haben wir noch nicht. Ist letztendlich auch ein ähnliches Setup. Wir hatten auch hier gestern diese Dreierbewegung und die gilt es dann jetzt einfach zu überblicken. Auch hier kann man mit dem gestrigen Hoch arbeiten, wenn man möchte und diese Dreierbewegung als vollendet ansieht. Und ja, das wäre Intraday die Situation hier. Okay, dann haben wir die Werte durch. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, dann gerne posten. Ansonsten ja, würde ich mal weitergehen. Ich habe aktuell ja, was Interessantes zu Bayer. Also das ist hier der Bayer-Chart. Wir können den nochmal größer machen, damit man sieht. Also seit April 2015 haben wir einen Top und in der Bayer haben wir bisher, also so zeigt sich das hier, eine Dreierbewegung in dieses Tief. Letztendlich fragt man sich eben, ob diese zweite Bewegung mit dem Corona-Tief fertig ist oder ob da noch mehr kommen kann. Wichtig ist, an sich vom Trend her, aus dem Tageschart, haben wir noch keinen wirklichen Trendbruch auf die Oberseite. Wir notieren immer noch unter dem Februar hoch. Allerdings ja, hat man eben diese Vorlage, die wir aktuell hier sehen. Seit dem Tiefpunkt haben wir tatsächlich hier eine Dreierbewegung auch nach oben vorliegen. Und diese Dreierbewegung haben wir jetzt korrigiert.
und haben genau das 61er Retracement von dieser kompletten Bewegung jetzt am oder die Tage vergangene Woche sogar erreicht. Was sich hier herleiten lässt, ist so ähnlich wie im Euro, dass wir eben diese Dreierbewegung haben als mögliche erste Korrekturbewegung. Wir haben hier den Abverkauf genau eben in diesen Support 61er und dieses Zwischentief im Mai. Und auch hier wäre die Überlegung, dass hier ein zweiter Schub zumindest in einer C-Welle erfolgen kann und wir eben die 73,74 tatsächlich nochmals erreichen. Und wie kann man das Ganze aufbauen? Letztendlich, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitet man direkt gegen dieses Tief hier vom 6. August. Wem das hier zu eng ist oder man noch einen längeren Horizont hat, Zeithorizont, dann sollte man mit dem Tief vom 10. März eben arbeiten, um dann eben dieses Szenario zu traden. Und an sich, mit dem Tief hier an sich, ergibt sich eine Top-Möglichkeit, indem man mit diesem Tief hier arbeitet und seinen Kontrollmarken, Stops, hier dann abwägt. Okay, soweit dann zur Bayer. Und ebenfalls interessant nach meinem Geschmack die Commerzbank. Die Commerzbank hatten wir ja im Frühsommer mal besprochen, dass wir ja nach dieser ersten Corona-Rally einen interessanten Abverkauf hier gesehen haben in das 50er Retracement und eben in diese alte Widerstandszone aus dem März und April. Wir haben hier einen Doppelboden gesehen und eben der Ausbruch, Retest dieses Widerstandslevels und im Moment machen wir ja höhere Hochs. Und in dem Fall ist der Count über 1212 sehr bullisch. Über 5 Euro ergibt sich hier ein Kaufsignal eben in der Commerzbank. Werden erste Ziele im Bereich 5,40 und dann eben im Bereich der 6 Euro Marke. Und wichtig ist eben, dass genau diese Situation höheres Tief, dass diese Situation dann eben bestehen bleibt und so kann man sich dann diesen Trade dann weiter verfolgen. Dann nochmal ein Blick auf das Öl. Im Öl gilt es weiterhin, diesen Keil zu beobachten. Und wir hatten jetzt hier ebenfalls perfekten Support. Und ein weiteres Hoch wäre hier dementsprechend möglich. Im Idealfall würde dann eben dieses dritte Hoch in diesem Keil dann entstehen. Und die Rallye dann beenden, also soweit dann die Theorie. Und das Extension Level eben vor diesem ersten Schub in dieser E war oder liegt bei 47,14
und sind noch knapp 2 Dollar, die hier dann eben zu gehen sind, um diese Struktur dann abzuschließen. Also soweit die Idee hier. Ja, Bitcoin, ja, Top-Performer im Prinzip dieses Jahr. Da haben wir ebenfalls jetzt letzte Woche vermutlich einen kleinen Fünfer hier beendet. Die Frage ist, wie passt dieser Fünfer ins größere Bild? Zum einen eben haben wir die Möglichkeit, dass mit dem Corona-Tief eine große Korrektur hier vorbei ist und die Zählung eben vom Tief würde ergeben, dass wir durchaus hier eine Welle 1 abschließen, sodass eben eine tiefere Korrektur in Richtung 8 oder 7 möglich ist, bevor dann die Rallye eben langfristig weitergeht. Das ist eine Option, die wäre ja kurzfristig nicht so toll, längerfristig würde das Thema ja, eines steigenden Bitcoin dadurch immer noch gewahrt werden. Die zweite Möglichkeit, also langfristig jetzt, wäre nicht so toll. Da würde praktisch diese Sache hier als Dreiergespann durchgehen und wir würden nochmal Kurse bekommen unter den 3000. Also das rein analytisch, ohne Präferenzen. Was wir jetzt trade-technisch machen können, ist zum Beispiel, dass wir diesen letzten Schub mit einem Fibo versehen können und uns innerhalb dieses Fibos orientieren. Und eben dieser Bereich hier, 11.1 und 10.3, der ist interessant. Es ist nicht nur der Fibo, sondern wir haben hier diesen Tiefpunkt, hier die Tiefpunkte. Und dann dementsprechend hier der Tiefpunkt vom 28. Juli. Somit, das ist der Bereich, der interessant ist. Im Idealfall würden wir folgende Situation bekommen, dass wir hier bereits diesen ersten Abwärtsschub haben. Wir haben eine Gegenbewegung und dann eben einen zweiten Abverkauf in diesem Bereich. Aus diesem Bereich heraus lässt sich dann eben mit diesen Tiefpunkten hier im Juni arbeiten, sodass das Risiko mit diesen Punkten bestimmt werden kann. Und das ist so die erste Trade-Aufgabe, die man dann hat und wie man das halt dann auch aufbauen kann. Das Ganze gilt auch für Ethereum. Dann haben wir ebenfalls diese Rallye in 5. Wir werden auch das Hoch hier praktisch direkt erarbeitet. Jetzt ist eben die Frage, okay, wie tief kann dieser Anstieg hier an sich korrigiert werden? Auch im Ether, die Top-Zone befindet sich zwischen 360 und 300. Auch hier im Idealfall, wir haben hier einen Dreier. Aber wir scheitern auch hier in dieser vorherigen Supportzone. Somit ist dieser Bereich hier 420 großer Widerstand
Und man kann es einfach machen, solange wir darunter notieren, wäre die Präferenz in Richtung 360 und tiefer, dann vorrangig. Und auch im Äther die große Frage dann, ob sich seit dem Tiefpunkt hier eine Dreierstruktur entwickelt hat. Also so. Das würde bedeuten, wir gehen nochmal unter 80. Alternativ, und das wäre dann sehr bullisch, haben wir dann hier eine Welle 1, eine Welle 2. Und wir arbeiten eben an einem Wahnsinnszeitalter für die Kryptos, die dann sogar neue All-Time-Highs erreichen könnten. Also so würde das dann in der bullischen Variante sein. Okay. Vielleicht ein Wort zur Nell, also Nell Asa, norwegischer Wasserstoffwert. Ja, Top-Performance im Prinzip die letzten 2 Jahre. Und auch hier nach Corona eine Verdreifachung des Wertes. Aktuell, was hier interessant ist, ist die Frage eben, ob der Impuls seit Corona fertig ist. Oder er ist zum Teil auf jeden Fall fertig. Und zwar, ob sich hier praktisch so eine Bewegung entwickelt hat. Also das ist ja so ganz klassisch, Impuls nach oben. Wir brauchen eine Korrektur. Die erste Zone der Korrektur wurde sogar schon erreicht. Wir haben hier dieses Tief, die 4, erreicht. Das Ganze ist auch direkt, wenn Sie die Corona-Rally nehmen, direkt auf das 38er, also punktgenau hier drauf. Jetzt ist natürlich immer dann die Frage, reicht dieser Schub oder befinden wir uns hier lediglich in der Welle B, sodass eben ein zweiter Schub in Richtung 15 und 13 dann noch folgt. Okay, das ist eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen kann. Das Ganze eben auch über den Stundenchart. Aktuell sehen wir eben hier diesen Schub, Gegenbewegung, zweiter Schub. Wenn man dieser Möglichkeit folgen möchte, wäre ebenfalls dann dieser Fibo interessant. Und man sieht, dass jetzt eben gestern und heute genau das 61er Retracement davon erreicht wurde. Also die Welle B lebt sozusagen und würde ja mit dem Risiko eben auf diesen 23,28 tatsächlich eine Möglichkeit darstellen. Die zweite Sache, in dieser Ansicht, in der kompletten Rallye, die wir gesehen haben, wäre wie folgt, dass wir einen kompletten Impuls seit den Tiefpunkten fertiggestellt haben.
Das bedeutet, wir haben hier den ersten Anstieg, Gegenbewegung, zweiter Anstieg, Gegenbewegung und dann eben hier dieses Top. Wir haben keine Überschneidungen, passt. Okay, somit muss dieser komplette Anstieg korrigiert werden. Im Prinzip wäre die perfekte Zone natürlich innerhalb der Preiszone von 3 und 4 und diese erstreckt sich in der NEL zwischen 15 und 7, was natürlich sehr groß ist. Und ja, ich habe es mir mit diesem Kasten hier schon mal gemerkt, das wäre so der Bereich, der eben tatsächlich für eine Welle 2, also dass wir hier einen kompletten Impuls haben und wir brauchen eine Korrektur. Das geht dann so vonstatten. Das wäre die zweite Möglichkeit, also im Bereich 10 und 8 wäre die NEL sehr interessant, sollte dieses Szenario dann auch übergeordnet funktionieren. Und damit wir jetzt nicht nur die bärischen Argumente hier haben, wir haben die Möglichkeit, mit diesen Tiefpunkten, die gesetzt wurden, ebenfalls zu arbeiten. Das bedeutet, dass der Impuls hier ja entweder fertig ist und wir haben hier direkt die Welle 2 und es geht weiter nach oben, oder dass eben hier die Unterteilung nochmal sorgsamer erfolgen muss. So. Und deswegen kann man dann aktuell, wenn man in den Stundenchart geht, hier diese Bodenbildung eben nehmen und mit diesem Boden, man kennt ja den Tiefpunkt bereits, eben arbeiten, indem man praktisch diesen Anstieg hier mit einem Fibo versieht und sich dann ja diese bekannte Zone eben mal einzeichnet und im Bereich 1990 bis 19 glatt sich eben überlegt, okay, wie möchte ich hier arbeiten oder wie möchte ich in diesen Trend dann nach oben einsteigen, und die Risikobereiche, die sind dann eben hier die Tiefpunkte, die man dann als Stop definiert, um eben ein Trade dann machen zu können, und das wäre dann für die Bullen, also diese Tiefpunkte hier super wichtig, damit eben dieser Aufwärtstrend dann weiter am Leben bleibt. Okay. Größter Tagesgewinner heute in den DAX-Indizes wäre Siltronic, also Chiphersteller.
In der Siltronik ist ebenfalls interessant, wie praktisch hier dieser Abverkauf ins Corona-Tief zu werten ist. Also im Idealfall ist hier eben eine Dreierbewegung zu Ende gegangen. Und wir haben jetzt hier die Widerstände dann vor uns. Aktuell kann man sich hier mit diesem Anstieg beschäftigen und dann dem Retracement, was wir jetzt aktuell sehen. Dass man eben das Ganze erstmal so verbindet und schaut, okay, was passiert und voilà. Das sieht hier sehr interessant aus. Auf das 50er Punkt genau drauf. Markt hält die Zone. Und wir haben hier die vorherigen Tiefpunkte, Konsolidierungen, die ebenfalls in diesem Bereich sind. Sehr interessante Ausgangslage eben. Und vom Hochpunkt, wie sieht da die Struktur aus, wenn man sich das ohne großes Zutun anschaut. Wir haben hier eine Bewegung, Seitwärtsphase und einen zweiten Schub nach unten. Würde ebenfalls eine Dreierbewegung dann beenden. Somit kann man ja den Tiefpunkt hier sich schon mal markieren und mit diesem Tiefpunkt möglicherweise dann arbeiten, dass man intraday auf Basis eben ja einen möglichen Ausbruch sogar tradet. Also hier ist der Widerstand, da laufen wir jetzt drauf und innerhalb dieser Zone eben, dass man sich da bewegt und dann einen Ausbruch oben oder unten, je nachdem, dann halt traden kann oder will. Okay, dann ja, sollten wir das meiste besprochen haben. Genau, dann sollte das für den Moment alles sein. Ich denke, die Updates sind klar. Video stelle ich gleich hoch. Und ansonsten, wenn Sie mögen, 15.15 Uhr CMC Barbecue, dann die US-Eröffnung. Es gibt Änderungen, die gestern bekannt gegeben worden sind im Dow Jones. Da gibt es drei Änderungen, drei ja, Werte, die durchaus bekannt sind, fliegen raus. Und ja, die werden wir uns dann im Detail nochmal anschauen und ansonsten dann auch nochmal den US-Markt kommentieren. Und bis dahin, gute Trades, viel Erfolg und Ade.